Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder, ihr seht's, pünktlich zum Feierabend, unser Feierabend-Let's Play auf der Hof Bergmann. Ja, und der Stelle gehen mal nochmal Grüße raus an den Fipsi. Man glaube es kaum und ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Ich bin nochmal mit meinem Anhänger hin, weil ich nochmals intensiv eure Kommentare gelesen habe. Und siehe da, es ging dann plötzlich rein. Ich bin komplett dann mit dem Anhänger richtig dagegen geboxt und dann kam auch der Trigger. Keine Ahnung, Fakt ist einfach unterm Strich, ihr hattet recht, ich hatte Unrecht. Das ist schon mal gut und vielen lieben Dank trotzdem nochmal für die Hilfe. Ich habe die komplette Wiese nun runtergeholt mit 204 Kubikmeter Häckselgut sozusagen. Und nun muss ich natürlich noch Fixform reinpacken, weil dann sind wir eigentlich rein theoretisch soweit durch. Dann haben wir Silage sozusagen bald, wir haben Heu und wir haben Stroh. Stroh brauchen wir nicht unbedingt, aber als Streckmittel. Jetzt muss ich gerade gucken, haben wir hier überhaupt einen Futtermischer per se auch für die Kühe, weil wir haben ja hier nur den Futtermischer für die Schweine, ne? Ich sehe auf die Schnelle nichts, müssen wir dann auf jeden Fall mal schauen. Gut, 19.30 Uhr. Jetzt ist dann klar die Frage, hat der Händler noch offen oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage wahrscheinlich. Wir gucken mal. Ich glaube, der Händler hat kein Tor, ne? Ich glaube, der hat kein Tor. So, deswegen gehen wir heute mal mit dem Fendt GT, mit dem Geträgeträger. Habe ich mir gemerkt, meine Freunde. Gehen wir mal auf die Reise. Und fahren zum Händler und holen uns da mal so ein Fixform. Ich gehe mal davon aus, es wird irgend so eine Flüssigkeit sein, wo da reinkommt. Ähnlich dem Siliermittel gehe ich mal davon aus. Dass wir dann einfach zuführen und das Ganze sozusagen dann siliert. Vorsicht, wir kommen halt schnell. Wir haben es eilig. Wir haben es eilig. Gut, selbst wenn der Händler zu hätte, können wir im Notfall, rufen wir einen Notdienst an. Ne? Die haben ja bestimmt auch während der Erntezeit irgendeinen Notdienst am Schlüssel. Und dann kriegen wir schon unser Siliermittel her. Kurz zum Kontostand rechts oben. Ich habe Folgendes getan. Ich habe den Schwader wieder verkauft. Ich fand ihn gut für unsere Tätigkeit, aber viel zu unpraktisch für das letzte Feld, wo wir da gemacht haben. Ich bin, keine Ahnung, ich glaube 10 oder 15 Mal bin ich hier hin und her gefahren. Hätte ich eigentlich streamen können. Da waren wir eine Weile beschäftigt hier, beziehungsweise war ich eine Weile beschäftigt. Und dadurch habe ich dann irgendwann auf einen 50 Kubikmeter Strautmann gewechselt, habe mir den gemietet und habe den am Ende des Tages dann wieder zurückgegeben und somit kommt der Kontostand, den ihr jetzt nun oben seht, zustande. So, Händler war hier vorne. Ich hoffe, der hat kein Tor dran. Nein, kein Tor dran, das ist gut, das ist schön. So, wir platzieren uns gleich mal so, dass wir hier ordentlich reintuckern können. So, jetzt kann ich das doch hier bestimmt irgendwie aufklappen, oder? Da muss ich mich mal ganz kurz damit beschäftigen, denn ich bin tatsächlich mit dem Kollegen hier noch nicht gefahren. Abkippseite links. Licht umschalten. Was ist das? Ist das eine Anti-Rutschmatte, oder? Objektmodus einschalten. Ist da Autoload drin? Kann es sein? Ist das Objektmodus? Naja, aufmachen kann ich mal noch nichts. Das war die falsche Taste. So. Professionelles Let's Play seines Vaters hier. Gut, also. Ja, ich gehe mal davon aus, Paletten. Vielleicht bei den IBC-Tanks drin.
Ui, da ist aber viel drin. Ich switch mal kurz durch. Ich gehe mal davon aus, da steht irgendwas mit Fixform oder so drin. Das sehe ich nicht. Okay. Paletten. Aber ich glaube, der Andi hat ja immer so seine eigenen Gruppen. Big Bags. Gehe jetzt nicht davon aus, es wird irgendeine Flüssigkeit sein. Was haben wir noch? Verbrauchsgüter. Da ist es doch. Fixform. Aktiv. 2000 Liter für 1550 Euro. Das müssen wir gleich kaufen. Ich bin mir jetzt bloß gerade nicht sicher, ob ich noch das Store Delivery vom Hof einrichten drin habe. Deswegen gehe ich lieber einmal kurz raus. Da waren wir drin. Und da. Okay. Nicht, dass wir hier den Weg umsonst hierher gemacht haben. So, und dann haben wir hier dankenswerterweise ja einen kleinen Manitou stehen. So, dann gehen wir auf unsere Seitenkonsole. Ich schalte jetzt hier auf die zweite Ebene mal wieder. Das bedeutet, das ist bei mir alles rund um Frontlader, Gabelstapler und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir nehmen die ganze Geschichte quer. Ich mag die Konsole und ich mag den Manitou. Das ist eine wunderbare Kombination. Jetzt würde ich das na klar gerne hier reinpacken. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob da irgendwie Autoload oder sowas drin ist mit dem Objektmodus. Weil sonst kriege ich na klar auch nachher Probleme mit dem Runternehmen. Ich sehe halt nicht, dass ich das hier irgendwie ausklappen könnte. Das ist einmal das. Und hier kann ich auch nichts ändern. Was haben wir sonst noch? Abkippseite, aber da kann ich ja nicht aufklappen. Das ist ja nur per se. Ja, also ich denke, ich werde mich einfach damit begnügen müssen, das Ganze einmal reinzuschmeißen und rauszukippen. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das Ganze hier aufbekomme zum Aufklappen, ich sehe auch keinen IC-Punkt oder ähnliches, dann ja, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Ob das möglich ist, ob das gänge, hier die Dinge aufzuklappen oder nicht. Ich würde es gerne so ein bisschen an der Wand abstreifen, das Ganze. Genau. So. Packen wir das Ganze wieder ordentlich hin und dann gehen wir mal zum Hof. Kann man das noch irgendwie angürten oder so? Ja, irgendwas muss doch machbar sein, ne? Naja. Kritisch, Freunde, kritisch. Ich glaube, wir sind jetzt in der zweiten Woche. An der Stelle, sorry, dass am Montag kein Video kam. Wie ihr an den Videos gehört hattet, habe ich es tatsächlich aufgenommen für Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Ich sehe nichts, by the way. Jedoch habe ich es halt tatsächlich vergessen, das Ganze freizuschalten. Yogi halt, ne? Ich glaube, ich habe irgendwie, entweder habe ich den Montag vergessen freizuschalten. Ich meine ja, während im Stream habe ich es nämlich nicht mehr dran gedacht. Also das hier ist ein bisschen creepy. So, ja. Mann! Warum denn immer mir? Das kannst du dir doch nicht vorstellen. Das kannst du nicht skripten. So ein Dingpfiff hier. Mann! Also an der Stelle müssen wir einfach mal gleich wieder einen Screenshot machen. Ich würde sagen, die Folge nennen wir einfach Fixform auf Abwägen. So, seht's mir nach. Ich mache das mal ganz kurz mit dem Seiderbacher Müsli. Mit dem Bergsteiger Müsli. Hashtag keine Werbung.
Wenn ich so weitermache, ruft mich irgendwann echt mal noch Seitenbach an, ne? So, ich wollte nämlich gerade eben in die Außenansicht schalten, damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Und schon ist ein Hackergänger. Das gibt's doch nicht, oder? Die allererste Folge, da fliegen wir mit dem Anhänger durch die Gegend, mit dem Schubwagen da. Keine Ahnung, wie die Kiste heißt. Ah, schön. Ich wollte eigentlich entspannt in den Feierabend, ne? Und nicht gleich wieder so. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo einen Futtermischer finden. Ich persönlich mag es immer, den Futtermischer, denn ich selber bin zu doof dafür, die Sache anzumischen. Da hätte ich mal ein bisschen mehr in Mathematik aufpassen sollen. Jedoch gibt es ja für uns Gruppen diesen Mixer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen drin habe als Mod. Ansonsten müssen wir da auch mal noch was mit hinzunehmen. Und oder den kleinen umschreiben. So, also, da müssen wir da hinten hin. Da gehe ich mal davon aus und bitte lass es mich einfach überladen. Dann haben wir wenigstens noch einen Hauch von professionellem Let's Play und das haben wir halt nicht, ne? Okay, Abkippseite. Vorne. Ich habe keinen Zugang zu dem Land. What? Hallo? Das ist doch mein Ding hier. Ja. Oh. Nee. Nee. Was ist denn los? Wo hat er es jetzt hingetan? Hm? Hallo? Hat er das jetzt einfach überladen? Gedöns getan? Ach, du machst mich fertig. Fixfarm. Okay, es ist drin. Er hat also irgendwie so abgeladen. Das kostet mich Nerven. Okay, also machen wir mal die Möhre an. Das ist gut, das ist schön. Das läuft soweit. 30 Liter. Okay. Eieieiei. Was ist denn das wieder für Folge? Es tut mir leid, Freunde. Es tut mir leid. So, hier drüben war ja nichts. Da habe ich nichts gesehen. Hier drüben ist ja nur das Kartoffellager. Aber guck mal, da brauchen wir gar kein Ding machen. Kein Mais. Wenn wir jetzt so viel Grassilage haben und das Ganze funktioniert, das wäre tippitoppi. So. Okay, dann lass uns mal gucken, ob wir was finden. Das war ja der Forage Star. Kartoffeln, Getreide, Schrot ergibt Schweinefutter. Heulager, Käsehersteller, Butter, Korn. Lohnabfüller, Metzgerei, Schlachten. Nichts. Habe ich rein zufällig. Ich frage für einen Freund. Rein zufällig irgendeinen ein Futtermischer oder sowas drin. Das ist eine BGA, also Pumps and Hoses. Oha! Wir haben Futtermischer, ja! Jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Das ist ja super. Grüße gehen raus an... Oh, ich weiß nicht mehr, wer das Ding macht. 35.000. Also das wird sich auf jeden Fall lohnen, den... Kreditnehmer, beziehungsweise der Schwab guckt erstmal, was man denn hier vielleicht nicht braucht. Dann verkaufen wir einfach hier ein bisschen was. Lass mal gucken, der Pflug, der sieht schon ganz ordentlich aus, 180 PS. Ich glaube, das haben wir, die 180, ne? 170, 205, okay. Was brauchen wir denn sonst nicht? Das Auto. Brauchen wir das Auto wirklich?
Düngerstreuer. Ich glaube, wir wollten eh hier nochmal ein bisschen umändern, ne? Die 3-Meter-Technik wollte ich eh abgeben. Dann machen wir es so. Wir verkaufen unsere Konstellation, die 3-Meter-Technik. Denn die geht nicht so gut auf. Die macht ein bisschen Probleme. So, was brauchen wir noch nicht? Miststreuer, Tiertransport. Brauche ich den Tiertransporter? Ich weiß es nicht so recht. Na gut, dann hilft halt auch nichts. Dann nehmen wir noch einen Kredit auf. Wir haben hier das erweiterte Kreditsystem. Wir haben schon 20.000 drin, guck an. Dann nehmen wir nochmal 25 für 5 Jahre. Kredit abschließen. So, und jetzt können wir ja mal gucken. Wir haben hier das Stroh. Warum liegt hier Stroh? Wir haben hier drüben das Heu. Und unsere Kühe sind eigentlich hier drüben. Es ist egal, ne? Wir müssen, egal wie, müssen wir fahren. Dann lass uns mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall die für die Kühe. Ich bin immer so ein bisschen ein Freund davon, das Ganze so zu integrieren, wisst ihr? Dass man das irgendwie so mit einbaut. Ich mag das immer ungemein. Also wir können es auf jeden Fall da reinpacken. Pferdestall, Scheune. Ich glaube sogar, das machen wir einfach hier. Von der Höhe, vom Abkippen her. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Und ich glaube auch optisch kriegt man das rein, so dass es sozusagen nicht auffällt, ne? So, jetzt muss ich nur V drücken. Ah ne, das ist zu eng da oben. Das ist zu eng. Ich habe es gesehen. Ich habe es nicht gedrückt. Das wäre halt cool gewesen. Ne? Wir müssen ja hier rein. Das wäre echt geschickt gewesen, wenn man das gleich hier rein gemacht hätte. Oh, ich muss mir mal ganz kurz eine Position suchen. Okay, wir machen noch einen kleinen Baustream, sozusagen ein kleines Bauvideo. Wir fahren mal ganz kurz den hier ein bisschen auf die Seite. Denn ich muss na klar so, beziehungsweise ich will ihn so hinplatzieren, dass ich zumindest ordentlich mit dem Anhänger durchfahren kann. Das wäre mir schon mal wichtig und das sieht es halt hier drüben aktuell am geschicktesten aus. Das heißt, wir werden hier unsere Produktion Mischfutter Kühe bloß nochmal kontrollieren. Das Ganze irgendwie so hinpacken, dass wir vorne beladen können und dann trotzdem sozusagen eine Runde drehen. Dann kann ich drunter fahren und einen kleinen U-Turn machen und rüber. Ich glaube, so machen wir das Ganze. Und jetzt machen wir aber das Ganze noch so vielleicht so ein bisschen in hübsch. Ich weiß, es ist immer relativ hübsch. Wir machen hier das Ganze ein bisschen grün. Das lässt mich nicht überall grün malen. Das helle. Da. Das helle. Dann macht er das einfach ein bisschen größer. Dann kommt die da ein bisschen besser ran. Das hier lassen wir so ein bisschen weg. So, dann können wir noch hier ein paar Pflänzchen hinpacken. So, kann man noch ein kleines Büschchen hinpacken. Oh, ich hasse das, ne? Das hasse ich am meisten am LS. Ich sag's euch, wie es ist mit diesem Raster. Dass du da nicht vernünftig malen kannst. Ich hoffe, da mit Giants müsste das nur abändern. Es ist möglich zu malen, ohne dass der Untergrund weggemalt wird. Haben wir noch irgendwie so ein bisschen Dekoration oder so? Ja, ich bin ja gerne so ein bisschen Freund von... Da stand mal was oder so. Darf gar nicht ein bisschen größer sein. So ein bisschen Gelumpe. So.
So, das ist einfach so ein kleines Lager hier haben wir an der Seite. Und dann ist schon mal gut. Ja, dann kann man hier wunderbar reinfahren. Hier ist noch so ein bisschen ein Seitlager von dem hier. Und hier können wir dann wunderbar reinfüllen. Und ich kann hier mit dem Anhänger drunter fahren, einladen und kann hier sozusagen meinen U-Turn und dann rüber an den Hof. Heute haben wir ein bisschen überzogen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, Feierabend. Lasst es euch gut gehen, liken und abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst, es unterstützt mich und kostet euch nichts. Würde mich sehr, sehr freuen. Und in dem Sinn sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.